Auf keinen Fall. Wir trinken ja einen. Oh, ich will gar nicht. Klar, ist doch nicht schlimm. Auf geht's. Na gut, dann trinke ich was. Oder, Luca? So. Also, Kinder lernen durch Erfahrung. Ja, mach. Ein Schluck. Zwei Schlücke. Oh. Immer noch am Saufen. Na endlich, Freddy. Oh Mann, mir ist schlecht und ich habe fiese Kopfschmerzen. Was ist passiert? Was passiert ist? Ihr habt Mist gebaut, das ist passiert. Luca hat dich überredet, mit Ronny und den anderen Bekloppten zu trinken und du hast bis mittags gepennt. Oh je, echt? Luca, warum nochmal haben wir das gemacht? Ronny hat uns dafür das mit den Sternen erklärt. Das hätten wir aber bestimmt auch ohne diesen Mist herausgefunden. Und weißt du, was du jetzt davon hast? Ich habe ohne dich ein Abenteuer erlebt. Ich habe nämlich alleine den Schlüssel zur alten Ruine gefunden und dort ist vielleicht der Schatz, den wir suchen. Echt? Du bist ohne mich losgegangen und ich habe das verpasst? Das glaubst du aber. Nur wegen dir konnte Freddy ja nicht mit. Ich wollte ihn wachrütteln, aber er war nicht aus seinem Zelt zu kriegen. Deine Schuld. Da habe ich dich auch nicht geweckt. Das war ein richtiges Abenteuer und du hast es verpasst. Das war richtig mies von euch beiden. So. So, was müssen wir jetzt machen? Itzodo, Switzi. Hä? Idee zu dünn. Ich glaube, Luca ist auch ein bisschen betrunken. So. Ein Werkzeugkasten. Hier sind Michas Werkzeuge drin. Klauen. Hier sind Michas Werkzeuge drin. Klauen. Warum klaut der die? Hat der das ist die Sternenkarte. Das ist die Sternenkarte. Warum guckst du das? Das ist die Sternenkarte. Ach, verdammt. Dämlicher Fatzke. Was müssen wir jetzt nochmal machen? Ich hab's vergessen. Ein Stapel Brennholz. Ohne Nora mache ich hier nicht weiter. Wie ohne Nora? Alter, das ist ein Mädchen, ja? Das darf sowas nicht, ne? Komm, wir fragen jetzt mal die tolle Nora. Hau ab, Luca. Das war echt nicht okay von euch und ich bin sauer. Okay, es tut mir leid. Das war keine tolle Aktion jetzt ist von er wieder gut drauf. Uns. Das sollte es auch. Ich bin ohne euch losgezogen und Ronny ist jetzt auch noch stolz auf sich. Du hast recht. Das wird uns nicht nochmal passieren. Na gut. Entschuldigung angenommen. Dann lass uns jetzt weiter nach dem Schatz suchen. Was machen wir als nächstes? Ich erzähle erstmal, was ich ohne dich herausgefunden habe. Die Sterne haben mir ein geheimes Versteck gezeigt. Dieses geheime Versteck konnte ich nur mit großer Mühe alleine öffnen und darin war der Schlüssel. Es sind vier seltsame Steine mit Symbolen drauf. Sie werden uns helfen, in die Ruine zu gelangen. Hier hast du den Schlüssel, Luca. Pass gut auf die vier Steine auf. Lasst uns zur Burg aufbrechen. Wer zuerst da ist, hat gewonnen. Die Sterne haben mir gesagt, ich hatte noch... Hey. Es ist ja fast nichts mehr übrig von dieser Burg. Ob wir trotzdem was finden werden? Die Sterne... Was ist das denn? Die Sterne haben mir gesagt, dass... den Weg geweist...
Alter, ich glaube, die hat noch mehr getrunken als der Freddy. Matsch. Er sieht ganz schön alt aus. Der Matsch, oder? Nur nicht reinstolpern. Können wir keine Blumen pflücken? Er sieht ganz schön alt aus. Wie viel Uhr haben wir gerade? Wie viel Uhr haben wir gerade? Er sieht ganz schön alt aus. Aha. Wieso? Sag mal, wieso sind hier eigentlich 4 Grenzsteine? Na. Er sieht ganz schön alt aus. Sag mal, können wir jetzt nicht? Ach so. Nur nicht reinstolpern. Blau. Ach so. Ganz schön windig hier am Abgrund. Roter Stein. Das funktioniert so leider nicht. Alter. So, und hier kommt der Wasserstein hin. Da ist der eine da falsch, weil hier so eine coole Action-Musik auftaucht. Hier der Feuerstein hin. Dann nehmen wir uns den wieder mit und setzen den hier ein. Was passiert denn jetzt? Eine Geheimtür öffnet sich. Na sowas. Eine Geheimtür. Wetten, das Spiel ist jetzt gleich vorbei. Wow, wie gruselig. Eine Art Zugbrücke. Unter der Erde. Ob das echt noch niemand vor uns entdeckt hat? Wir brauchen etwas, um das alte Zahnrad wieder flott zu kriegen. Etwas Öliges, würde ich sagen. Und wir brauchen etwas, um den Rost abzuschleifen. Vielleicht eine Drahtbürste. Und dann noch eine Schnur. Diese drei Sachen also. Also jetzt, wie was? Die Zugbrücke reparieren. Kettenrest. Kettenrest. Hier kommt wohl die Kurbel rein. Oh. Pilze sind nicht mein Fall. Aber die kannst du rauchen. Das linke Ende der Kette. Ein altes Zahnrad. War gerade was? Wo? Da war doch gerade was. Da ist so ein Ausrufungszeichen. Mit der Brücke kommt man auf die andere Seite. Also, was brauchen wir jetzt nochmal? Meine Freundin Nora. Wenn wir nicht weiter wissen, können wir immer noch... Ja, ihr Gesichtsranzen, was? Wenn wir nicht weiter... Gesichtsranzen 2, 0.2.
die Klappe. Boah, hier coole 3D Anis und so. Was passiert eigentlich, wenn wir den jetzt wieder wegnehmen? Hier steht der Stein richtig. Na, Micha! Gesichtsranzen 0.3. Micha, die Jugendcampleiterin. Was habt ihr denn vor? Wir brauchen Öl zum Schmieren, eine Drahtbürste und eine Schnur. Wo kriegen wir das nur her? Luca, ich weiß nicht genau, was du gestern Abend gemacht hast, aber du hast mit Ronny und seinen Leuten rumgehangen. Und deshalb bin ich nicht sicher, ob ich dir vertrauen sollte. Aber deine Freunde haben sich für dich verbürgt und sagen, du wärst ein echt guter Kerl. Deshalb will ich mal nicht so sein und ihr könnt diese Sachen mitnehmen. Ihr kriegt den Schlüssel zur Speisekammer. Da findet ihr die Zutaten für die alkoholfreien Cocktails. Vielleicht ist ja was Öliges für euch dabei. Eine Drahtbürste habe ich im Werkzeugkasten. Den habe ich vorhin am Zeltplatz gebraucht und konnte ihn noch nicht wieder hierher bringen. Die Drahtbürste kannst du dir aus dem Kasten nehmen. Vielen Dank. Eine Schnur habe ich leider nicht. Lars hat mein letztes Stück für seinen Drachen gebraucht. Heute habe ich ihn aber noch nicht gesehen. Vielleicht fragt ihr Ronny und seine Clique, wo er ist. Danke für den Tipp. Aber macht nichts, was zu gefährlich sein könnte. Bleibt immer zusammen und verlasst nicht den abgezäunten Bereich. Na klar. Oh, dann kriegen wir... Hier geht es in die Hütte. Daran habe ich aber nichts zu suchen. Dann kriegen wir noch mehr Alkohol. Die Tür ist verschlossen. Der Schlüssel für die Vorratskammer. Yes, dann kriegen wir noch mehr Alkohol. Oh Gott. Rezepte für alkoholfreie Cocktails gibt unter www.luca.de. Wer zur Hölle tut Öl in den Kühlschrank? Jetzt mal ehrlich. Wer macht sowas? Oh Mann, die trinken ja schon wieder. Wenn Micha das merkt, fliegen sie vom Zeltplatz. Hey du Baby, was hast du denn schon wieder vor? Wir suchen einen Schatz bei der alten Zollburg. So ein Schatz? Wie spannend. Alter, vielleicht leisten wir euch nachher mal Gesellschaft da oben. Dazu brauchen wir Lars. Habt ihr ihn gesehen? Ja, gestern Abend hat er noch hier rumgeheult. Aber das geht euch nichts an. Was? Wieso das denn? Der war doch den ganzen Abend eigentlich ganz ruhig. Ronny hat einfach keinen Bock mehr auf den Kerl gehabt. Wie er da so rumgesessen hat. Und dann hat er ihm voll eine reingehauen. Ich fass es nicht. Er hat ihn verprügelt, weil er ruhig war? Ronny verkloppt halt gern mal ein, wenn er was getrunken hat. Kein Grund darauf, stolz zu sein. Luca, Ronny spinnt, wenn er voll ist. Dann sollte man ihm einfach aus dem Weg gehen. Sonst schlägt er ohne Grund einfach zu. Alter. Ist halt so. Ich wundere mich, dass ihr mit ihm befreundet seid. Wenn er nicht getrunken hat, ist Ronny eigentlich total nett. Gestern waren wir ja zum Beispiel wandern. Dann sollte er unbedingt die Finger vom Alkohol lassen. Ich weiß. Und ich sage es ihm auch schon die ganze Zeit. Du wolltest doch aber eigentlich wissen, wo Lars ist. Ich glaube, du findest ihn in seinem Zelt. Alter. Das sind ja die Klone der Gesichtsranzen. Das ist Klon von Gesichtsranze 1.0 von dem Freddy. Und es ist Klon von Gesichtsranze 0.2, der... Na, wie heißt sie? Na, Lars, alter Stricher, wie stehen die Aktien? Oh Mann, wie siehst du denn aus? Sag nichts. Ronny ist gestern auf einmal total ausgeflippt. Wurde mir schon erzählt. Und es gab wirklich keinen Grund dafür? Nee, Ronny fragte mich auf einmal, warum ich so wenig sage. Ich sagte ihm dann, dass ich gerade keine Lust hätte, mich zu unterhalten.
Und er meinte dann gleich, dass ich keine Lust auf ihn hätte und was ich damit meinte. Auf jeden Fall wurde er total sauer und schlug mir dann ins Gesicht. Ich habe deshalb heute Nacht kaum geschlafen und raus aus meinem Zelt mag ich schon mal gar nicht. Ronny, ich bin echt ein Idiot. Hey, Kopf hoch, das wird schon wieder. Hey, Kopf hoch, das wird schon wieder. Und es gibt ja auch noch andere Leute hier. Ja, kann sein. Aber was willst du überhaupt von mir? Micha sagte, du hättest gestern einen Drachen gebaut und dafür ihre letzte Schnur verwendet. Das stimmt. Ich habe jetzt aber keine Lust mehr auf den Drachenwettbewerb von Micha. Klar. Hätte auch keine Lust, wenn ich du wäre. Ich bräuchte aber die Schnur vom Drachen. Meinst du, ich kann die bekommen? Naja, kannst du eigentlich schon haben. Aber mit einer Bedingung. Du musst für mich am Drachenwettbewerb von Micha teilnehmen, okay? Dann kannst du die Schnur haben. Super, das werde ich auf jeden Fall machen und hoffentlich für dich gewinnen. Klasse, hier hast du den Drachen. Wie? Hallo Micha, kann ich mich noch für den Flugwettbewerb anmelden? Ja klar, der Wettbewerb läuft noch. Ronny liegt im Moment in Führung mit 59 Sekunden. Dann zeig mal, was du kannst. Da habe ich wohl was falsch gemacht. Alter. Was ist denn das hier für ein Druck? Da habe ich wohl was falsch gemacht. Was ist das denn für ein Druck? Das war leider zu kurz. Ich muss es nochmal probieren. Was ist das denn für ein... Das war noch nichts, Luca. Alter! Upsa. Da habe ich wohl was falsch gemacht. Das war leider zu kurz. Ich muss es nochmal probieren. Was für ein dämliches Spiel. Das war ein... Da habe ich wohl was falsch gemacht. Schade, der Drache ist kaputt gegangen. Wie? Eine schöne, feste Schnur. Alter, wir müssen das überhaupt nicht schaffen, das Spiel. Wir müssen das nur dreimal verkacken. Was soll denn der Scheiß? Alter Schwede. Wenn das bei TKKG so wäre, dann... So. Die Schnur vom Drachen. Somit ist die Kette wieder repariert. Eine Flasche Pflanzenöl. Das könnte helfen, dass sich das Zahnrad wieder bewegt. Das wird nicht funktionieren. Warum wird das denn? Das funktioniert so leider nicht. Ob dort mal jemand drin war? Eine fast neue Drahtbürste. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Wofür brauchen wir denn?
Das funktioniert so leider nicht. Ach so. Der Rost ist ab, fast wie neu. Eine verrostete Kurbel. Wie? Kurbel? Rostige Kurbel? Jetzt passt sie rein. Hä? Wieso haben wir denn jetzt so eine rostige Kurbel? Hä? Das war voll geil. Boah, eine wunderbare Animation. Und jetzt ab nach da drüben. Boah, Schätze. Eine Schatztruhe. Oh, nein! Was haben wir denn da gefunden? Wollt mich verarschen? Da sind sie ja, die kleinen Detektive. Was habt ihr denn da Schönes? Wir haben einen coolen Schatz gefunden. Los, her damit! Hey, gib den sofort wieder her. Oh, der sieht teuer aus. Hey, davon können wir uns neuen Alp kaufen. Ronny, ich weiß nicht. Gib ihnen lieber den Ring wieder zurück. Hey, du Weichei. Von wegen. Mit dem Ring fahre ich in die Stadt und verkaufe ihn. Ihr habt ihn doch eh nur gefunden. Der gehört in ein Museum. Gar nicht. Der gehört verkauft und das Geld krieg ich. Niemand wird euch glauben, dass ihr hier einen Ring gefunden habt. Viel Spaß. Du kannst nicht fahren, Ronny. Du hast doch etwas getrunken. Oh. Schnell, Luca. Wir müssen die Polizei rufen. Einige Zeit später. So ein Mist. Ausgerechnet Ronny muss uns den Ring klauen. Jetzt sind wir ganz schön aufgeschmissen. Schaut mal, wer da kommt. Wow, die Polizei, dein Freund und Hilfe. Seid ihr die drei, die uns informiert haben? Ja, das sind wir. Konnten Sie Ronny finden? Und ob? Sein Motorroller lag im Straßengraben. Er ist keinen Kilometer vom Zeltplatz entfernt von der Straße abgekommen. Oh je, ist ihm was passiert? Ja, er hat eine Gehirnerschütterung und ein paar Schrammen. Aber er kann von Glück sagen, dass er noch am Leben ist. Hätte er einen Helm aufgehabt, dann wäre ihm sicher auch die Gehirnerschütterung erspart geblieben. Ronny hat betrunken am Straßenverkehr teilgenommen. Das ist nicht nur lebensgefährlich für ihn selbst, sondern auch für alle anderen. Ja, was wäre gewesen, wenn er jemand umgefahren hätte? Oder mit einem Auto zusammengestoßen wäre? Ob mit Roller oder ohne, Alkohol im Straßenverkehr ist nicht erlaubt und hat auf jeden Fall Folgen. Glücklicherweise ist Ronny nichts weiter passiert und alle sind nochmal mit dem Schrecken davongekommen. Für Ronny wird das trotzdem ein Nachspiel haben. Und außerdem ist sein Roller kaputt. Sicher ein Schaden von bestimmt 800 Euro. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Ronny die so schnell auftreiben kann. Alter. Hauptsache, es ist nichts Schlimmeres passiert. Ach ja, und wie ich hörte, gehört euch das hier. Das hat mir der reumütige Ronny gegeben. Der Ring von Ritter William. Ja, wir haben ihn in der alten Burgruine gefunden. Wir wollen ihn dem Museum übergeben. Na, die werden sich freuen, dass tatsächlich noch etwas in diesen alten Mauern verborgen liegt. Wer hätte das gedacht? Ihr werdet sicher eine hübsche Belohnung bekommen. Echt? Meinen Sie? Bestimmt. Auf Wiedersehen. Das war Leute, was für ein krasses Abenteuer. Und alles nur durch William. Alter. Ja, und außerdem hat er uns Tipps gegeben, von welchen Sachen wir uns lieber fernhalten sollten. William hatte früher ja auch schon recht. Dann sollten wir auch jetzt darauf achten, seinem Rat zu folgen. Und lieber die Finger von Alkohol und anderen Drogen zu lassen. Ja, ja. Und jetzt übergeben wir den Ring erstmal dem Museum. Das höre ich zum ersten Mal. Das haben wir wirklich toll gemacht. Also dann, auf zum nächsten Abenteuer. Nein, bitte nicht. Verschont uns. Nein, verschont uns. Ende. Was war das? Was war das jetzt, Freunde? Ja, Freunde, das war Luca. Und das geheimnisvolle, Quatsch. Und der verbotene Schatz, oder was weiß ich, oder die teuflischen Drogen, oder so. Ja, das war das Spiel vom Crossdresser. Das war Luca, der in seinem kaputten Zimmer lebt, wo er seine Morgenlatte vergessen hat. Mit seinen Gesichtsranzenfreunden, Gesichtsranze 0.1 und Gesichtsranze 0.2, die übrigens noch Klone haben. Ja, dann mit der tollen Mutter und der Freundin von der Mutter, die ihren Jungen erstmal gezüchtigt hat. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass die Freundin bei Arche Internets auch sehr mitwirkt.
war, dass der Sohn diese bösen TKKG-Spiele gespielt hat. Und hier laufen jetzt gerade diese tollen Macher des Spiels. Der Ogre, Kigui und Obkure. Maximilian Nico Sablik, Frank Schaff, Johannes Valenta. Lateinische. Latein. Ja. Wir wissen, dass das Spiel nicht Google Übersetzer mag. Und hessisches Landkreis. Polizeidirektion Balingen. Ulandschule? Wie jetzt Ulandschule? Pass auf, jetzt steht hier nochmal ganz groß und dick. Alkohol und Drogen sind schrecklich. Also ich glaube, dass die Botschaft des Spiels war es, dass wir immer CDs aus unseren Laufwerken nehmen müssen und sie mit einem Mikrofasertuch schön abwischen und in die Verpackung zurücktun und sie dann auf dem Flohmarkt verkaufen. Ja. Das war jetzt mal schön. Und ein Spiel, das wir Tipps zum Spielen von Luca. Ui, ja. Super. Dass wir in einer Stunde durchgespielt haben. Nein. Ja. Wir sehen uns dann beim nächsten Let's Give the Shot im April wieder. Ja, bis dahin. Tschüss, adieu. Und bis zum nächsten Mal. Euer Fridge of Games. Tschüss. Ja. Und Finger weg von den Drogen.